Weinliebhaber kommen hier in Leipzig zurzeit voll auf ihre Kosten, denn hier auf dem Marktplatz sind zum traditionellen Weinfest Winzer aus 8 deutschen Anbaugebieten zu Gast. Eines davon ist das Weingut Schulze und die haben einen ganz besonderen Wein im Programm, nämlich einen Weißwein, der eigentlich aus roten Trauben gekeltert ist. Frau Hoffmann, können Sie uns denn erklären, wie das gemacht wird? Ich kann Ihnen das erklären. In dem Moment, die Traube ist rot. Und wenn die Traube abgemacht wird und sofort gepresst wird, dann kommt die rote Farbe nicht zustande. Wird der Wein auf die Maische gelegt, so 3 Tage, sag ich mal, dann wird das ein Rotwein. Passiert das aber nicht, dann bleibt der Wein weiß. Und warum macht man das? Schmeckt das irgendwie anders, oder? Na, ich sage mal, das ist jetzt, man versucht eben immer mal was Neues. Und das ist jetzt im Moment, ist das, dass man die Rotweine mal auf weiß bringt. Ja? Dann werde ich jetzt mal probieren, ob dieser Wein irgendwie anders schmeckt. Und Sie können sich dabei anschauen, wie das Wetter am Wochenende wird. Also das Wetter für Samstag, den 25. Juni 2011. Sonnenaufgang ist 4.54 Uhr. Morgen ist 12 Grad. Mittags 16 Grad. Abends 16 Grad. Die Sonne zeigt sich am Samstag nur selten. Sonnenuntergang 21.31 Uhr. So, und jetzt geht's weiter für den Sonntag, den 26. Juni, das ist mein Geburtstag. Sonnenaufgang 4.55 Uhr. Morgens 14 Uhr, 14 Grad. Mittags 19 Grad, abends 18 Grad. Am Vormittag gibt es leichten Regen, doch am Nachmittag und Abend bleibt es trocken. Es weht ein Westwind. Sonnenuntergang 21.31 Uhr. Biowetter. Kreislauf und Körper werden unter der momentanen Witterung besonders belastet. Wetterphysische Klagen über Kopfschmerzen, Migräne und Schwindelgefühle. Ein niedriger Blutdruck zieht eine schlechtere Sauerstoffversorgung des Körpers nach sich. Aufgaben fallen einigen Menschen schwerer als sonst üblich. Und jetzt noch die Bauernregel. Gibt's im Juni Donnerwetter, wird auch das Getreide fetter. Hier auf dem Weinfest gibt es allerlei Köstlichkeiten zu probieren, unter anderem beim Weingut Willibald Eckes einen original im Barrique-Fass gereiften Rotwein. Herr Willibald Eckes, was macht denn den Geschmack so besonders, wenn ein Wein im Barrique-Fass gelagert wurde? Ein Wein, der im Barrique gelagert wird, muss mindestens 9 Monate in diesem Fass gelagert werden. Er hat durch die Lagerung kriegt er einen kleinen Vanilleton, ein bisschen rauchigen Ton. Und was sehr gut zum Vorschein kommt, ist der Geschmack, der nach Johannisbeer schmeckt, von dem Rotwein. Man kann allerhöchstens das Eichenbarrique-Fass 3-mal belegen und danach muss es erneuert werden. Damit gibt es nach 3-mal gibt es den rauchigen und den Vanilleton nicht mehr im Geschmack an den Weinen weiter. Und danach muss das erneuert werden, das Barrique-Fass. Und somit muss alle 3 Jahre ein neues angeschafft werden. Ja. Wissen Sie denn, wie viele Weine in Deutschland im Barrique-Fass gelagert werden? Es werden von der gesamten Ernte unter 1% im Barrique gelagert. Denn es ist kostenintensiv und auch arbeitsintensiv, das Lagern in dem Barrique-Fass. Ja. Also doch ein ziemlich edler Tropfen, den werde ich jetzt erstmal kosten. Und wer auch mal eine Kostprobe hier auf dem Weinfest nehmen will, der kann noch bis zum Samstag hierher kommen. Zum Wohl.